Ja, gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Heiner Stube. Wie immer mit dabei in die letzten Mal, wie bei den letzten Malen, Jakko. Hallo Jakko. Gute, grüßt euch, hallo. Und wir haben einen Neuzugang. Nicht nur die Lilien haben Neuzugänge, auch wir. Linus ist dabei. Linus ist Praktikant beim Lilienblock. Die kommen in 6 Wochen und wird jetzt gleich hier ins kalte Wasser geworfen bei unserem Aushängeschild Heiner Stube. Hallo Linus, herzlich willkommen. Hi. Hey. Ja, Linus, vielleicht sagst du mal 2 Sätze zu dir. Wer bist du? Was machst du? Wohin gehst du? Nein. Also, ich bin der Linus, ich bin 21, studiere Online-Journalismus an der Hochschule in Darmstadt, an der HDA. Und ja, der Kontakt ist irgendwie so ein bisschen durch ein vorheriges Semester zu Stefan entstanden, in der wir an einem Blog zusammengearbeitet haben in der Lehrredaktion. Und jetzt musste ich ein Praktikum noch absolvieren und deswegen kam der Lilienblog da sehr gelegen. Und ich bin super Fußball interessiert. Wer mal nachlesen möchte, gibt eine kleine Vorstellung auf dem Lilienblock. Ich bin selber kein Fußballer wegen einer Blutgerinnungsstörung und bin trotzdem sehr interessiert und hoffe, viel Neues erfahren zu dürfen in den nächsten Wochen. Ja, und du hast sogar schon mal für oder mit oder gegen die Lilien gespielt, aber nicht im Fußball, ne? Ja, nee, ich habe Tischtennis für die Lilien gespielt. Für Ja. 5 Jahre, glaube ich. Und Okay, habe also auch bei auch. den Lilien meinen Trainerschein gemacht im Tischtennis, ja. Okay, also die Lilie im Herzen auch irgendwie. Alles klar, ja, vielen Dank. Dann sind wir jetzt 2 Tage nach dem Pokalspiel bei. Ich muss es jetzt richtig sagen, denn die haben sich beschwert auf der Pressekonferenz. FC Teutonia 05 ohne Ottensen. Hamburger Regionalligist. Die Lilien haben 3:1 gewonnen. Ja, ich war vor Ort, aber erstmal die Frage an euch. Was habt ihr vom Spiel mitbekommen? Wie seht ihr das Spiel? Also für mich, ich habe es jetzt nicht komplett gesehen, ich habe die Konferenz geschaut, aber viel hat darauf hingedeutet, so auch von dem, was man gesehen hat, dass es mehr so, ja, Pflichtaufgabe erfüllt gewesen ist mit dem Sieg bei einem Regionalligist. Aber von allem, was ich gesehen habe, war es jetzt auch nicht wirklich sehr überzeugend und für mich jetzt auch noch nicht unbedingt, dass jetzt ein Schalter umgelegt wurde im Vergleich zu den beiden Ligaspielen. Also es war besser, aber auch noch nicht viel besser. Jakob, was sagst du dazu? Ja, man merkt, dass das Selbstvertrauen noch nicht zu 100% da ist. Ne? Man wollte, es war jetzt wichtig, diese 3 Punkte, 3 Punkte sage ich, ne? Den Sieg einzufahren, im Pokal, in die nächste Runde einzuziehen. Ja, man hat in den ein oder anderen Aktionen gesehen, ne, gewisse Fehlpässe, die dann hinten gemacht worden sind, oder ja, ein Karol, der auch noch nicht so die Sicherheit hinten ausstrahlt bei seinem ersten Pflichtspieldebüt. Ja, es sind einige Baustellen da, aber ich finde, man muss das Positive draus ziehen. Ne, man ist eine Runde weitergekommen und wenn man sich die anderen Partien ansieht, also an alle Kritiker, die jetzt sagen, es war ja nur ein Viertligist etc., ne, Wolfsburg hat auch noch knapp gewonnen. Nur als Beispiel, ne? Bremen hat auch nur 3-1 gewonnen, meine ich, wenn ich es in richtiger Erinnerung habe. Also alle Bundesligen-Zweitligisten, ne, das war jetzt kein lockerer Durchlauf, sondern die anderen haben sich da auch schwer getan. Und das bringt halt so ein Pokal, eine Pokalrunde mit sich. Man hat es ja jedes Jahr schon gesehen. Allein Saarbrücken letztes Jahr, was sie letztes Jahr gerissen haben. Ne? Dementsprechend bin ich froh, dass wir eine Runde weitergekommen sind und auch mit einem, ja, mit dem schönsten Tor in der Pokalrunde, würde ich sagen, von allen Spielen. Unser Kai Kleefisch mit dem Hammer. Ich denke, ich hoffe, dass das ein Befreiungsschlag war und dass die Lilien dadurch auch Selbstvertrauen tanken. Und die 2 Neuzugänge bringen ja auch Hoffnung bei den 30 Minuten, die sie bekommen haben. Ja, also ich sehe es auch als ein erstmal Hauptsache gewonnen. Dass man gegen Viertligisten gewinnt, ist nicht selbstverständlich. Haben die Lilien selber im vergangenen Jahr sehr schmerzhaft erfahren mit dem 0:3 in Homburg und dem Pokal aus in der ersten Runde. Es ist sicher spielerisch noch Luft nach oben, aber Ottensen ist jetzt auch nicht irgendwie so ein Dorfverein oder sowas. Da ist schon auch in den letzten Jahren viel Geld reingeflossen.
Und ja, also man hat gesehen, finde ich auch, dass Selbstbewusstsein noch ein bisschen gefehlt hat. Was du, Jakob, gesagt hast, dieser Schuss von Kai Klefisch war irgendwie auch so ein bisschen der hat ein bisschen was gelöst für mein Empfinden auch. Und das war genau richtig, nachdem man so versucht hat, nach vorne zu spielen, nicht richtig gefährlich vors Tor gekommen ist, dass einfach sich mal jemand das Herz fasst und draufhaut. Das war, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig. Und ja, dann 2-0, Elfmeter, klarer Elfmeter. Masailla, der für mein Empfinden auch wieder recht agil war, auch wenn ihm diesmal weniger gelungen ist, weil da irgendwie so ein bisschen wie bei vielen anderen auch die Genauigkeit gefehlt hat. Dann das 1-2, wo auch schon, also Karol Niemczycki war da nicht wirklich, sah nicht gut aus, war überhaupt relativ unsicher, hat den Ball nach vorne abklatschen lassen, aber die Situation ist schon vorher entstanden, dass Paul Will den Fabian Nürnberger nicht gut angespielt hat, der nicht aufmerksam war. Also das war eine ganze Fehlerkette auch. Was ich gut fand, war, dass die Antwort dann relativ schnell kam und das 3-1 wieder hergestellt war. Und dann, Entschuldigung, hat Ottensen zwar nochmal versucht, Druck zu machen, alles nach vorne geworfen. Einzige Chance, sie hatten nichts zu verlieren. Und das haben die Lilien aber bis auf ein, zwei Szenen engagiert wegverteidigt. Also Ja, hat. eine große Chance haben sie noch gehabt, Ja, genau. zum 2:3. Genau. Ja, hatten sie, wie gesagt, es gab kleinere Chancen, aber es war jetzt nicht so, dass Ottensen eine Großchance nach der anderen hatte. Insofern, Entschuldigung, der FC Teutonia 05 eine Großchance nach der anderen hatte. Insofern, ja, ist okay, Hauptsache gewonnen und möglicherweise, und das haben eigentlich alle, Herr Thorsten Lieberknecht, Clemens Riedel, Kai Klefisch, haben es alle danach gesagt, diesen Schwung jetzt in die Liga mitnehmen und da geht das nochmal. Dann weiter. Ja, wir wollen jetzt nicht zu viel auch über das Spiel reden, weil das auch schon eine Weile her ist, lieber den Blick nach vorne richten. Aber eine Sache dann doch noch, weil das auch für das Spiel eine gewisse Bedeutung hatte. Die beiden Neuzugänge, die unter der Woche verpflichtet wurden, Kilian Corridor und ich sag immer Niklas, aber er heißt Isaac Lidberg von Utrecht, Corridor aus der zweiten französischen Liga. Die wurden eingewechselt und haben, ja, was habt ihr von den beiden gesehen nach der Einwechslung? Jakob vielleicht zuerst? Ja, also man hat es ja auch schon bei der beim dritten Tor gesehen, dass die direkt mitgewirkt haben, ne? Also beiden die Pässe direkt in die Spitze rein, das, was auch so in den letzten Spielen auch immer gefehlt hat, einfach mal diesen Pass in den Raum reinzumachen, vorne ins letzte Drittel und dann den Ball in die Mitte reinzuziehen. Und das war ein echt schönes Tor. Und ich finde, die beiden haben direkt mal gezeigt, warum sie geholt worden sind. Ja. Kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ja, wir wissen nicht, wie gut die sind. Tatsächlich, die müssen sich noch beweisen, aber ich fand auch, dass sie ein gutes Auftreten hatten. Also auch körperlich robust, gerade Lidberg, der sich ganz gut behauptet hat. Und ja, diese Vorlage von Corredor auf Lidberg vor dem 3-1, die war wirklich auch gut. Corredor hatte ja dann nochmal eine Chance, wo er hätte allein durchgehen können. Ja, da kann man sich dann nochmal ein bisschen mehr wünschen, aber alles in allem, ja, gibt Hoffnung. Die Frage ist, wir haben jetzt tatsächlich so viele Stürmer, wie glaube ich in den letzten Jahren noch nie im Lilienkader. Es ist jetzt so, dass also gerade Lidberg auch nicht nur Stürmer ist, sondern er kann auch im offensiven Mittelfeld spielen oder auf die Flügelposition ausweichen. Aber wenn man jetzt auch noch Stojilkovic dazu nimmt, der möglicherweise noch geht, obwohl es da zumindest nach meinem letzten Stand noch keine konkreten Angebote gab, sondern nur eine vorsichtige Anfrage. Ja, selbst dann sind das ziemlich viele Spieler. Wie seht ihr die Situation im Angriff des SV Darmstadt 98? Vielleicht auch noch mal so als Zeitgefährten, über die Jahre hinweg immer Alleinunterhalter im Darmstädter Sturm. Es war Dominik Strohengel, Sandro Wagner, Serdar Dursun. Es waren immer einzelne Spieler. Lieberknecht ist jemand, der mit zwei Stürmern gerne spielt, eigentlich schon die ganze Zeit. Aber jetzt hat er ja wirklich die Qual der Wahl. Also, Linus, wie siehst du das mit Ja. dieser Stürmerauswahl? Also ich würde vielleicht mal kurz anfangen mit vor 2 Jahren in der Aufstiegssaison hast du ja mit zwei echt guten Stürmern für die zweite Liga gespielt. Und irgendwie finde ich, dass man seitdem so die, ja, ich sag mal, die Lücken nicht füllen konnte. Also auch jetzt die letzten Jahre, ich meine, Stojiljkovic,
kam ja dann im Winter dazu, hat auch meiner Meinung nach gut gestartet, hatte ein, zwei sehr gute Spiele dabei, zum Beispiel gegen Kaiserslautern, wo er einen Doppelpack gemacht hat. Und jetzt glaube ich irgendwie mit den ganzen Vorkommnissen und wie das alles gelaufen ist, dass vor allem Stojiljkovic einfach gar nicht mehr zum Zug kommt. War ja jetzt auch dann ausgeliehen für die Rückrunde, kam dort auch nicht zum Zug. Und ich glaube, man hätte jetzt nicht zwei neue Stürmer geholt, für die man, denke ich, auch mal noch mal gut Geld investiert hat, wenn man zufrieden gewesen wäre mit der Position. Ich denke mal, Finn Lakenmacher hat vorher einfach nur dritte Liga gespielt. Der braucht einfach, wenn überhaupt, noch Zeit. Denk mal, bei dem ist gut noch was möglich. Der hat einfach physisch bringt der ein Paket mit, was vielleicht andere nicht mitbringen. Ich glaube, Oskar Willumsson wird zeigen, dass er einer der sehr guten Stürmer der zweiten Bundesliga sein wird im Laufe der Saison. Und was man in Fraser Hornby hat, wird man sehen müssen. War ja letztes Jahr viel verletzt. Also ich glaube, dass das noch ordentlich Konkurrenzkampf geben wird im Laufe der Saison. Und für mich da noch nicht klar sich rauskristallisiert, wer da die zwei Stammstürmer, sage ich mal, sein werden. Ja, also gehe ich voll mit. Jakob, wie siehst du den Konkurrenzkampf im Angriff bei den Lilien? Also ich denke, wir sind mittlerweile im Sturm überbesetzt. Da wird sich definitiv noch was tun, was viele vergessen, viele auch nicht mehr erwähnt haben, ist der Fabio Torsello, unser 19-Jähriger, der ja auch letztes Jahr Bundesliga-Luft schnuppern durfte, auch öfter im Kader war und jetzt gar nicht mehr zu finden war im Kader. Also ich weiß da aus internen Kreisen, dass da eine Anfrage von Fabio aus Seiten von Fabio, dass eine Anfrage war seitens einer Laie, ob er ausgeliehen werden kann, um Spielpraxis zu sammeln, was ja auch eigentlich relativ viel Sinn macht. Der Verein wollte das aber nicht. Ne? Die wollten, haben ihm eigentlich die Spielpraxis zugesichert gehabt und er kam jetzt nur in der U21 in der Hessenliga zum Einsatz und war ja gar nicht mehr im Kader. Ich gehe davon aus, dass er so ein bisschen hinten runterfallen wird. Vielleicht, ich weiß nicht, die Transferphase geht ja noch ja, gut 1,5 Wochen. Vielleicht wird sich schon noch irgendwas tun in Richtung der dritte Liga, würde ihm vielleicht gut tun. Ne, vielleicht wie in Wiesbaden, also, wäre auch nicht weit entfernt. Und die anderen, ja, ich finde es interessant, dass man so die letzten Jahre immer so nur auf deutschsprachige Spieler gesetzt hat. Ne, und jetzt mit Killian, der kein Wort Englisch kann, der anscheinend ja nur Französisch sprechen kann. Und der Isak, der auch, glaube ich, auch den Wilhelmsson gut tun wird als Landsmann, dass er sich da mal ein bisschen austauschen kann. Aber wird interessant zu sehen, wer sich da letztendlich durchsetzen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lieberknecht auf zwei Feste setzen wird, sondern dass da immer von Spiel zu Spiel. Lieberknecht ist ja auch bekannt dafür, dass er sich dem Gegner anpasst, ne, dass er den Gegner gut analysiert und je nachdem, welchen Spielertyp er dann braucht, den dementsprechend dann auch bringen wird. Habe ich auch interessante Geschichte mit Torsello. Ich denke auch, dass es für ihn schwierig wird, jetzt auch auf seine Spielzeit zu kommen. Zumindest im Angriff ist jetzt auch einer, der theoretisch über die Flügel ein bisschen mehr kommen kann, aber so ein richtiger Wingback ist er eben auch nicht. Also da wäre möglicherweise wirklich eine Ausleihe gut. Müssen wir sehen, was da passiert. Ganz interessant, da wollte ich noch einhaken, genau, ist, ja, das heißt immer so, oh, jetzt sind so viele Ausländer und nicht Deutsch sprechende da. Ich habe mal nachgeguckt, Dirk Schuster, Bundesliga-Saison. Luca Caldirola, Junior Diaz, es waren fünf insgesamt, die nicht deutschsprachig waren. Also es ist so ähnlich wie jetzt. Und dazu noch Garic, der Österreicher war, was und den man auch aber nicht immer so gut verstanden hat. Also ich wollte damit nur sagen, es ist gar nicht, also wenn solche Sachen in die Welt kommen, würde ich immer erstmal, also ich würde gucken, weil ich habe es dann auch nicht gedacht. Schuster hat ja auch mal selber gesagt, oh ja, er kann nicht so gut Englisch und er möchte das nicht haben. Aber da, genau, Rajkovic war noch einer. Ihr könnt nachgucken, guckt nach bei transfermarkt.de, Kader 2024
2015, 2016. Ja, ihr werdet sehen, da waren auch schon einige nicht deutschsprachige Spieler dabei. Also es ist jetzt gar nicht mal so, dass das ein kompletter Umswitch ist. Ich glaube, mit Cornet Rohr ist vielleicht wirklich ein bisschen schwierig. Lieberknecht kann kein Französisch, er kann wohl ganz leidlich Englisch, aber kein Französisch, er hat es schon gesagt. Wer wird übersetzen? Stojilkovic? Ne, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Christoph Zimmermann, weil der auf Lehramt Französisch studiert hat. Und ich glaube, noch ein zweiter, Vielleicht mehr Vapela? ja, genau, Papela, genau. Ne, Merveille Papela, ja, genau. Die beiden können dabei übersetzen helfen. Aber das ist natürlich schwierig auf der anderen Seite, wenn man überlegt, so berühmte Franzosen, da gab es beim FC Bayern München mal einen, der so ein bisschen komisch aussah, der hat auch die ersten Jahre kein Wort Deutsch gesprochen. Also er konnte dann irgendwann nach 10 Jahren, konnte dann ein paar Sätze oder sowas. Also ich glaube, wenn das nicht überhand nimmt und nicht jetzt irgendwie die Hälfte oder Dreiviertel der Mannschaft sich nicht verstehen, dann kann man das durchaus auffangen. Das ist zumindest meine Meinung. Ja, lass uns noch mal kurz einen Blick nach vorne werfen. Linus, du hast es schon gesagt. Nicht zwangsläufig die Wende, dazu war es ein bisschen zu mühsam, der Sieg. Was erwartest du jetzt? Was muss passieren die nächsten Wochen? Also vor allem müssen in den nächsten 3 Spielen meiner Meinung nach mal mindestens 6 Punkte her. Sonst sehe ich da schon einen eher verkorksten Saisonstart. Man soll den Teufel nicht zu früh an die Wand malen. Es ist viel neue Leute dazugekommen. Viele andere sind gegangen. Ich bin mal gespannt, ob vor allem Luka Masaila war bisher ja ziemlich gut. Ob er dann so ganz die Rolle übernehmen kann, die Marvin Melem gespielt hat für die Mannschaft, werden wir sehen müssen. Aber es kommen mit Elversberg und vor allem dann Braunschweig, glaube ich, 2 Gegner, gegen die du eigentlich punkten musst. Jetzt am Wochenende gegen Nürnberg. Die haben bisher offensiv super Fußball gespielt, haben mit Miro Klose einen sehr spannenden Trainer, der zwar als Trainer bisher noch nicht so gut insgesamt funktioniert hatte, in Altach zum Beispiel, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube, es war Alltag. Ich glaube, am Wochenende könnte es schwer werden. Vor allem, weil halt auch eben die Defensive noch nicht so stabil ist gegen eine gute Offensive. Aber vor allem das Spiel gegen Braunschweig wird sehr, sehr wichtig. Und dann kommt mit Schalke, glaube ich, noch so ein bisschen eine Wundertüte, bei der man auch noch nicht so ganz weiß, in welche Richtung es geht. Wobei die für mich schon offensiv vor allem sehr stark aussehen. Jakob, wie siehst du es? Ja, also wir müssen ja was machen, schauen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Julian Justfan eventuell zu Nürnberg. Nee, Das ist jetzt fix. ist fix. Ja, ist fix. Okay. Ja, finde ich ein bisschen schade für uns, weil anscheinend, ich habe ihn immer so eingeschätzt, dass er die Ambition hat, in der ersten Liga seine Spielpraxis zu sammeln. Dass er jetzt doch in die zweite Liga zu Nürnberg ist. Ja, ist fix mit einer Leihe oder einer Verpflichtung? Es ist wohl fix für 1 Million, glaube ich, Also, mit Boni. Also es soll wohl ein Kauf direkt sein. okay. Ist Naja. wohl auch absoluter Wunschspieler von Miro Klose gewesen. Und ist wohl, also wisst ja, wo man die Infos aktuell so herbekommt, ne? Ist ja wohl auch sehr überzeugt von dem Projekt, was Nürnberg da aufbauen will mit vielen jungen Spielern. Wo ja zwei jetzt auch schon an die anderen da verkauft wurden, für viel Geld. Wird Ja, man sehen müssen. finde ich ein bisschen schade für uns, weil ich denke, Julian Lustwan hätte sich auch in den nächsten 1, 2 Jahren gut bei uns ja, auch akklimatisieren können und hätte, ja, ich meine, er hat ja gezeigt, was er drauf hat, auch wenn nicht in jedem Spiel, ne, aber er hat definitiv seine Fähigkeiten und die hätten uns gut getan. Gut, jetzt müssen wir es mit dem Masaya probieren und er zeigt ja auch gute Ansätze. Ja, und ich würde ganz kurz, um einzuhaken, ich würde da auch den guten Jungen, den Elitrisi, nicht vergessen. Er ist zwar jetzt noch ein Spiel gesperrt, aber mit 17 den Profivertrag zu bekommen, das heißt schon was. Wurde dann ja auch direkt im ersten Spiel eingewechselt. Unglückliche rote Karte in meinen Augen. Und wirst du sehen müssen, ob der da noch eine andere Komponente bringt. Einfach frech, jung. Ob das vielleicht das Spiel noch ein bisschen beflügeln kann. Ja, also ich würde mich freuen, wenn ein junger Spieler aus der Jugend heraus sich wie Clemens etablieren kann als Stammspieler. Bei Clemens war es ja auch so ein schleichender Prozess. Er hat immer
war damals Kader und dann hat er seine Spielzeiten bekommen. Und dann in der letzten Saison vor der ersten Liga war er dann auch schon öfter in der Startformation in der ersten Liga. Wenn er sich nicht verletzt hätte, wäre er auch absoluter Stammspieler gewesen, da bin ich mir relativ sicher. Und mittlerweile ist der Clemens gar nicht mehr wegzudenken. Na, aber wenn wir gerade bei Innenverteidiger sind, weil ich es vergessen habe, vorhin zu erfragen, vielleicht Stefan, du, Ja. Müller in der Innenverteidigung, ist das jetzt so Ja, dauerhaft oder? habe ich auch noch auf der Liste gehabt. Danke, dass du das Thema Ja. aufbringst, weil ja, gab viele Diskussionen darüber. Das hat Lieberknecht schon gemacht gegen Coventry, wenn ich mich nicht täusche. Da haben wir erst geguckt und tatsächlich so ein kleiner Spieler zentral in der Innenverteidigung ist mutig. Ich habe auch mit Clemens Riedel dann drüber gesprochen, habe gesagt, boah, ihr müsst ja echt aufpassen, dass der Müller da nicht ins Kopfballduell gehen muss. Da hat er gesagt, ja, klar, müssen wir uns besser abstimmen. Aber es ist der Vorteil, wenn man so einen spielstarken Spieler auf einer zentralen Position hat, hat man natürlich auch technisch andere Optionen in der Spieleröffnung. Und ich glaube jetzt nicht, dass das gegen eine Mannschaft, die mit massivem Sturm kommt, eine Option ist gegen Teutonia. War es eine Option? Ich fand auch, er hat es nicht schlecht gemacht. Er hatte eine Szene, da war er unachtsam, hat einen Ball verloren, musste dann Gegenspieler festhalten, hat gelb gesehen. Ansonsten war das okay. Ich glaube, das ist keine Dauerlösung. Aber all die, die jetzt schimpfen, oh, Müller, in der Innenverteidigung geht gar nicht, da sind viele dabei, die auch sagen, oh, Jasula, viel zu langsam in der Innenverteidigung, geht auch nicht. Ich glaube, das wird sich auch wenn das viele nicht gerne hören, Thorsten Lieberknecht wird da so ein bisschen variieren. Hoffen wir, dass es trotzdem insgesamt eine Innenverteidigung wird, die ein bisschen stabiler ist. Also eine Dreierkette, Dreierabwehrkette, das ist das gewählte System, was gespielt werden wird. Hoffen wir, dass es einfach stabiler wird als in der vergangenen Saison, wo Darmstadt ja die Schießbude der Liga war. Müssen wir mal gucken. Sie haben auch dann gegen Ottensen, also gegen Teutonia, Entschuldigung, haben sie am Ende mit Viererkette gespielt. Das war für mein Empfinden auch nicht sicher. Ne? Also du hast auch gesehen, dass Zimmermann im Moment nicht auf der Höhe ist, so ganz, so sehr ich den mag und schätze. Das war nicht wirklich, das ist nicht wirklich besser damit geworden. Ja, und dann heißt doch mal, oh ja, und Maglica muss spielen. Der ist nun auch, finde ich, technisch ein bisschen limitiert, hat auch in der letzten Saison ziemlich den einen oder anderen Bock drin gehabt. Insofern weiß ich nicht, habe ich da auch kein schlechtes Gefühl, jetzt Kortic erstmal spielen zu lassen. Und da könnte man wechseln. Das ist halt da in der Dreierkette auf der linken Seite, brauchst du ja eher ein Linksfuß, geht zwar auch anders, aber normalerweise hast du einen Linksfuß und die beiden Linksfüßler sind eben Kortic und Maglica. Also, es gibt ein paar Optionen für die Innenverteidigung. Das ist ja auch gut, dass nach dem Abgang von Christoph Klarer da jetzt nicht die große Not herrscht. Es muss sich einspielen, hoffen wir, dass es funktioniert. Müller sicher eine Option, aber vermutlich keine Dauerlösung, gerade gegen sturmstarke Mannschaften. Aber gegen Mannschaften, die eher defensiv sind, kann ich mir das durchaus vorstellen. Ja. Ja, ansonsten hoffe ich für das Nürnberg-Spiel, dass die Mannschaft das Publikum einfach mal abholt. Und auch wenn es vielleicht kein Sieg ist, aber ein Unentschieden, dass sie zumindest nicht verlieren und dass sie ein paar Tore schießen und man irgendwie so, dass der Funke wieder überspringt, dann wäre das, glaube ich, gut für alle und auch für die Stimmung, die für mein Empfinden gerade in den letzten Wochen doch ziemlich aufgeheizt, bisweilen sogar etwas blutrünstig war. Insofern, also hoffen wir das Beste und ja, habt ihr noch was zu sagen, was Ausblick, Zukunft oder sowas angeht? Wichtig wäre einfach, das nächste Spiel nicht zu verlieren. Ne? Also das Nürnberg-Spiel wird jetzt auch wirklich ein entscheidendes sein, um auch die Kritiker zu verstummen zu lassen, ne? Die ganzen Lieberknecht-Kritiker etc. Leute, man darf nicht vergessen, diese Mannschaft ist neu zusammengestellt, ne? Die muss sich erst wieder finden. Da sind Spieler aus der dritten Liga, ne? Da ist ein Vukotic, der letztes Jahr quasi abgestiegen ist. Ne? Die Jungs müssen erstmal auch im Kopf klarkommen, Selbstvertrauen tanken, sich selbst kennenlernen und ja, Selbstvertrauen ist so ein wichtiger Punkt. Und wenn dann, sag ich mal, die ersten Siege dann auch in der Liga eingefahren werden und die Jungs wissen, woran sie sind, dann wird das Ding auch wieder laufen. Weil ich finde, wir haben
Im Ligavergleich haben wir definitiv haben wir eine konkurrenzfähige Mannschaft, die auch in den Top 7, 8 mitspielen kann, ne? Ja, man muss vor allem einfach sehen, dass man halt sich da jetzt nicht in zu negatives Licht drücken lässt und einfach auch nicht zu sehr in so ein Loch rutscht, wie es bei Schalke letztes Jahr gelaufen ist. Also, weil Schalke letztes Jahr auch einen absolut von den Namen her fähigen Kader gehabt hätte, um oben dran zu sein, um mitzuspielen da oben. Und ich glaube einfach, dass man da vor allem das, was du gerade gesagt hast, dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstverständnis wieder entwickeln muss, dass man auch Spiele einfach mal ziehen kann. Vor allem, wenn sie knapp sind. Ich meine, die erste Halbzeit gegen Paderborn war nicht schlecht. Also, da ist man dann einfach eingebrochen und deswegen muss man schauen, dass man da konstant wieder auf seine Leistung kommt und sich dann auch mit dem nötigen Selbstvertrauen da dann halt vielleicht auch mal den Lucky Punch selber sichert. Und ich glaube, was halt ganz wichtig sein wird, ist, dass man halt, wo wir gerade drüber gesprochen haben, dass man einfach defensiv gut steht, weil ich glaube, offensiv kann das alles schon sehr gut funktionieren. Ich sehe da eher noch ein bisschen das Problem in der Defensive aktuell. Ich glaube, das muss sich stabilisieren und dann könnte das schon wesentlich besser aussehen. Schön, das ist doch ein schönes Schlusswort, was das Sportliche angeht. Noch was zum Organisatorischen. Es gab Rückfragen nach dem Paderborn-Spiel, wo dann das neue Video bleibt. Wir schaffen es einfach definitiv nicht, jede Woche das zu machen. Jetzt war Jakob auch im Urlaub. Wir versuchen das regelmäßig zu machen, aber wir können es definitiv nicht versprechen, dass wir nach jedem Spiel was machen. Wir peilen das alles an, aber wenn mal eine Folge nicht kommt, dann seid uns nicht böse. Was ihr machen könnt, unterstützt uns, abonniert uns. Wir freuen uns auch über finanzielle Unterstützung. So eine Fahrt nach Hamburg ist jetzt auch nicht so ganz billig, zum Beispiel, um da vor Ort zu sein, um auch wirklich exklusive Infos zu bekommen. Das ist sehr wichtig für Rainer Stube, für den Lilienblock. All das, was ihr da machen könnt, um uns zu unterstützen, findet ihr auch in den Notizen unter dem Beitrag, den ihr hier seht. Ja, ansonsten bleibt mir nicht viel, außer euch eine gute Woche zu wünschen und auf eine erfolgreiche Fortsetzung des Pokalsiegs in der Liga zu hoffen. Und ja, insofern bleibt gesund. Danke nochmal an Jakob, danke an Linus. Wir werden dich wahrscheinlich in den nächsten Wochen nochmal sehen hier auch in der Heiner Stube. Fand ich sehr, sehr angenehm auch dafür, dass es das erste Mal war. In diesem Sinne, macht's gut, alle. Danke, macht's gut, ciao, ciao. Macht's gut, ciao.